Und ja, da sind wir wieder. Und Link ist hier am Abstöhnen die ganze Zeit, weil er schon halb tot ist. Und ja, gehen wir einfach weiter. Weil wenn Link am Laufen ist, kann er nicht stöhnen. So. Lalala. Da das Herz holen wir. Oh, es sieht immer so knapp aus. Das Herz holen wir uns noch schnell. Zack. Warten wir kurz die Feuerwalze ab. Lalala. Und gehen hier hoch. So, einen Schlüssel haben wir noch. Drei Skulpturas haben wir, glaube ich, schon. Oder vier. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht mitgezählt. Egal, fehlen noch ein paar. So. Oha. Na, komm her. Ah, verdammt, du dummes Ding. So. Hier sterbe ich auch. Ja, was heißt, sterbe ich auch? Hier kriege ich einfach normalerweise immer viel Schaden, weil ich schlecht im Warten bin. Und ich einfach immer laufe und dann voll gegen diese Feuerwände knalle. Das ist eine echte Tür, gut. Weil die falschen Türen, die haben dann auch so ein. So Klo. Sind halt hohl. Ja, wir kommen gut voran eigentlich. Allzu groß ist der Tempel ja nicht mehr. Ich schätze mal noch drei Parts mit dem Endgegner. So. Da braucht Link auch immer so ein bisschen, bis er anhält oder dreht. Ey. Geh mal weg hier. Oh, Herzen. So. Hier war dann kein Weiterkommen mehr. Ja. Lasst mich hier einfach nur durch. So. Dann müssen wir auf der anderen Seite erstmal weitergehen. Und das hier ist übrigens so eine Fake-Tür. Bumm. Einfach so. So. Hier ist wieder eine Fake-Tür. Ja, genau. Irgendwo. Zack. So. Nein! Oh. Also wenn man sieht, dass es eine falsche ist und man geradewegs drauf losläuft, dann ist es schon zu spät. Dann hat auch Wenden, Drehen, Umlenken, alles keinen Sinn mehr. So. Oh, du Sackgesicht. So. Halt. Feuer. Mann. So. Jetzt. Nee, nicht nochmal. Freundchen hier. So. Jetzt hier rein. Puh. Immer diese Feuergeräusche. Hier so ein Gorone. Aber dem können wir noch nicht helfen. Ja. So, jetzt sind wir hier wieder, wo wir eben nicht weiterkamen. Aber jetzt kommen wir weiter. Irgendwie. Oh, du Fledermaus! So, wenigstens das. Und, ey. So, da ist ein Schalter. Und jetzt müssen wir mit Zeitbegrenzung den richtigen Weg finden. Und ich wollte gerade losschreien, aber ich kenne den richtigen Weg, ja. Klar. Och, kann man. Hä? Moment, das ist der richtige Weg. Ja. Leute! Ich werde einfach nur von allen Seiten. Ich will ein Herz. Ich möchte. So. Jetzt aber. Schnell. Schnell, 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 Link. Ja. Und ein Herz. Wunderbar. Bomben auch noch. Oh ja, Bomben. Genau, Bomben. Oh. Oh. Nur 8 Stück. So. Und nochmal Bomben. Juhu. Jetzt sind wir bereit für den nächsten Raum. Ich penne. Ich hab's total vergessen. Toll.
Jetzt fehlt uns ein Herz. Scheiß Tür. So. Hier ist nämlich der Bombenmann. Oder wie auch immer man den nennen soll. So. Den müssen wir halt weghauen. Dann hat er kein... Ey. Also mit einer Bombe weghauen, dann hat er nicht kein Feuer mehr. Und dann können wir ihn schlagen. Ey, da hat man schon so ein dickes Schwert und trifft trotzdem nicht. So. Und wenn er genug hat, springt er da rein. Und ändert die Farbe. Oh nein, jetzt hat er Flammen gemacht. Das ist schlecht. So. Zweimal müssen wir den eigentlich nur mit dem Vigoron-Schwert treffen. Dann hat er schon genug. Und wir sind fast tot. Wo bist du? Und Bombe. Und jetzt war's das. Ey, ich sag... Kleiner Mann! Ey, komm, nein! So, und weggehen, weil er explodiert. So. Den Miniboss hätten wir. Oh nein, jetzt haben wir das Gepiepse. Leute, es tut mir leid. Das wollte ich nicht. So. Wumm. Und wir fahren hoch. Und ich suche schnellstens ein Herz. Das Gepiepse ist ja schlimm. Obwohl, ich könnte auch mal kurz meine Kopfhörer leiser drehen. Vor allem, weil ich die ganze Zeit nicht weiß, ob das ein bisschen zu laut war und nachher so ein doofes Echo entsteht. Wenn man dann einmal den Ingame-Sound hört und einmal das, was man noch bei meiner Stimme hört. Oh. Ja, immer alles so complicated. Nein, warte auf mich. Und ich Arsch, lauf da auch noch voll gegen. Ah, ich hätte eigentlich wissen müssen, dass das keinen gibt. So. Wir brauchen ein Herz. Bip, 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 bip. Schlimm. So. Jetzt sind wir hier oben und jetzt kommt ein... Ich habe gar keine Ahnung, was für ein Raum jetzt kommt. Und? Ah ja, genau der Raum. Ah ja, hier brauchen... Ah ja, genau. So, es gibt jetzt eine Möglichkeit. Wir laufen den langen äußeren Weg. Oder wir laufen den inneren Weg, der schneller ist, aber ein falscher Schritt und wir fallen runter. Und so leid ich das noch aus Erfahrung kenne, kann man so schnell laufen, wie man will. Wir... Oh, ein Herz. Ja, so schnell laufen, wie man will auf dem längeren Weg. Man schafft es zeitlich einfach nicht. Das heißt, man muss den gefährlichen Weg nehmen. So. Und schnell die Kiste öffnen. Und dann das Herz einsammeln, was ich da hinten noch hab rumflattern sehen. So. Der Stahlhammer. Drücke C, um mit ihm Objekte zu zerschlagen. Du brauchst beide Hände. Ja, wir haben einen Hammer. Nein! Du bist schuld. Juhu, danke. So. Perfekt. Jetzt ist das Gebiebse auch wieder weg. Und hier geht's auch nochmal tief runter. Skulptur in dem Raum. Ich höre keine und ich glaub's auch nicht. Oder? Skulptur. Skulptur. G-Skull. Egal. Ich meine, hier wäre keine mehr. Und wenn doch, dann, ja. Fällt uns das irgendwann bestimmt auf. Zack. Runter hier. Und mit dem Hammer kann man alles zerstören. Zack. Zack. Wunderbar. Und jetzt... Ich weiß... Ah, ne. Hier kommen, glaube ich, gleich wieder Stahlfaustritter. Oder das war wieder... Ja. Master Quest. Ich weiß es nicht. Ich lass mich überraschen. Ey, ihr Flattermänner. Hm. Ah. So, zack. Und, das sieht cool aus. Und da unten sieht man doch schon einen, oder? Ah, ne. Das waren nur Gitterstangen. Mal gucken, ob einer kommt. Ne, der Raum ist clean. Cool. Dann können wir wieder nach oben laufen. So.
Und so. Und so. Ja, das kann dauern. Zack. Weil wir brauchen so eine Kiste. Komm, heb die hoch. Und so, perfekt. Ey. Doofe Kiste. Jetzt bleibt da stehen. Ja. So. Und rein da. Ah ja, hier sind wir jetzt. Perfekt. So. Ich kann ja mal spaßeshalber gucken, ob wir schon alle Skulpturas haben. Nein. Okay. Aber ich glaube, die letzten Räume, die jetzt noch kommen, da wird... Ey, Link! Link! Lass doch einfach los! Dann ebenso. Link, du machst mich lächerlich. So, komm. Ey. So. Danke. Also, alles Links Schuld. Er wollte nicht. So. Ja. Habe ich jetzt eine Pechsträhne oder was geht hier ab? So. Erstmal den rostigen Schalter hier kaputt. Oder aktivieren. Ja. Wir machen ihn ja nicht kaputt. So. Die Ocarina nehmen wir wieder und spielen schöne Lieder. Zum Beispiel das von der Hymne der Zeit. Und wir sind dann jederzeit bereit. Dam bam balalalala. So. Jetzt können wir nämlich... Wenn die Kamera sich mal kurz ändert. Wenn die Kamera... Och, was ist denn jetzt mit der Kamera, Leute? So. Jetzt können wir nämlich da hoch jumpen. Zack. Und den Schalter aktivieren. Ja. Der Schalter sieht verrostet aus. Oh, da hatten wir gar nicht mehr den Hammer. So. Und voll drauf. Und da ist jetzt ein Schlüssel. Wow. Ach komm, Kiste. Die Qual nahm ein Ende. Ich bin frei. Du hast mich gerettet. Dafür vertraue ich dir etwas an. In der Eingangshalle des Tempels befindet sich eine Statue. Sie verbirgt eine Tür. Mit dem Relikt der Goronen kannst du auch dieses Problem lösen. Ja. So. Und zack. Ein kleiner Schlüssel. Okay, wir gehen da oben wieder raus. Zack. Einfach ganz bequem. Oder? Ja doch, das machen wir noch. Zack. Und zack. Bam. Juhu. Abflug. Ich hoffe, ich habe da oben jetzt nichts vergessen. Zack. So, jetzt könnten wir da eigentlich rüber, aber wir haben immer noch nicht den Masterschlüssel. Aber dafür haben wir das Relikt der Goronen. Zack. Damit können wir hier noch was Schönes machen. Am Anfang des Tempels. Hau ab, du Fledermaus. Jetzt werde ich dich zerschmettern. Bäm. Oh, Herzen. Wuhu. Hier nämlich. Den... Wow. Ah, du elender Anschleicher. Stirb wenigstens. So. Zack. Und zack. Oh, die Herzen sind voll hochgeflogen nochmal deswegen. Cool. So. Hier rein. Und hier müssen wir Gegner besiegen. Ey. Hau ab. Wow. Die hat sich erstmal wieder entflammt, die Fledermaus. Aber egal. So, komm her. Und mit dem Hammer kann man übrigens was Cooles machen. Weil Flammende werden entflammt und Entflammte werden wieder... Nee. Geflammt, oder? Ja. Bäumchen, wechsel dich. Juhu. Egal.
stirb. So, jetzt können wir... Ja, alles beseitigt. Nächster Raum, wo eigentlich wieder eine Skulptur erwarten musste. Ja. Nein. So. Komm. Tschüss. 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 La 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 la. Woo, 60 Rubine, die uns gar nichts bringen. Ich meine, Ocarina of Time sind die Rubine eh jetzt nicht so wichtig. Du hast eine goldene Skulptur zerstört. Haben wir jetzt alle? Ich hoffe es. Perfekt. Feuertempel lief so gut wie glatt. Und wieder ein Endgegner. Miniboss. Sag ich Endgegner, klar. Ah ja, wir haben das Relikt der Goron. Damit geht es um einiges einfacher. Bam. Durch die Druckwelle. So. Was? Du willst noch einen dritten Schlag? Kannst du haben. Hier. So. Mal sehen, wo rausspringt. Perfekt. Tschüss. So. Eigentlich ein nicht wirklich ernstzunehmender Gegner. Ich meine, so habe ich die Gegner lieb. Einfach doof drauf rumschlagen. Einfach wie gewohnt doof drauf losschlagen. Und dann klappt das auch. Ja. So. Und er hat direkt nochmal Bomben da gelassen, die wir aber eigentlich nicht brauchen. Egal. So, zack. Und ein Schlüssel. Schlüssel? Nee, Bomben. Wow. Egal, wir können jetzt weiter. Und sind hier. Beim Masterschlüssel. Sprechen die Goron noch kurz an. Die Qualen haben ein Ende. Ich bin frei. Ah. Sicher hat Daronia dich um Hilfe gebeten. Du hast etwas bei mir gut. Hilf Daronia. Oh Leute, ich habe ganz vergessen, dass ich den Part ja eigentlich beenden wollte. Nachdem wir da runtergesprungen sind. Und ich spiele hier einfach lockig, flockig, fröhlich weiter. Oh, ja, tut mir leid. Ich beende dann den Part und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und dann gehen wir zum Endgegner und ja, mal gucken, was dann so passiert. Ciao.